Es ist wirklich kaum zu glauben, was in unserem Land mittlerweile abgeht. Im freiesten Land, was wir je hatten, wie es immer so schön heißt. Jetzt ist eine junge Schülerin, 16 Jahre alt, in meinem Wahlkreis in Ribnitz-Damgarten aus dem Schulunterricht geholt worden, weil sie ein ganz schweres Gedankenverbrechen begangen hat. Sie hat bei TikTok gepostet. Dort hat sie geschrieben, dass Deutschland nicht nur ein Ort sei, sondern auch Heimat. Und sie hat eine Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und den Schlümpfen noch dazu gepostet. Beide seien nämlich blau. Was für ein Vergehen. Deswegen wurde sie wie eine Kriminelle aus dem Chemieunterricht herausgeholt von drei Polizisten, die extra herangerückt waren. Der Schulleiter hatte das der Polizei gemeldet, dieses schwere Verbrechen. Es ist wirklich unglaublich, was in diesem Land passiert. Der Schulleiter übrigens weist die Schuld von sich und sagt, es gebe eine Anordnung des Bildungsministeriums in Schwerin, dass das verfügt hätte. Das wäre natürlich ein riesiger Skandal. Und ich freue mich, dass meine Kollegen aus dem Landtag in Schwerin, aus der AfD-Fraktion, dort aktiv sind und das ans Tageslicht bringen werden. Und wir unterstützen das als AfD-Bundestagsfraktion natürlich. Denn wir treten ein für die Neutralität an Schulen und natürlich insbesondere für die Freiheit. Denn unsere Kinder sollen nicht aufwachsen als Duckmäuser, sondern als freie, mündige Bürger. Sie sollen sich frei entwickeln können, auch in ihren Gedanken. Es ist kein Gedankenverbrechen, so etwas zu schreiben. Es ist wirklich unglaublich. Und man fühlt sich an alte Zeiten erinnert. Ich habe sie selber noch erlebt. Man könnte meinen, dass Margot Honecker wieder auferstanden sei. Eins ist klar, wir als AfD-Fraktion werden uns für ihr Recht, für euer Recht auf freie Meinungsäußerung einsetzen. Wir schützen unsere Grundrechte, unser Grundgesetz. Und der 16-jährigen Schülerin in Ribnitz und allen anderen jungen Leuten sagen wir, bleibt weiter so. Bleibt weiter mutig. Behaltet euren eigenen Kopf. Wir sind bei euch. Ihr seid nicht allein.